Lieben, ich habe mich dazu entschieden, euch heute mal ein Follow Me Around Video zu drehen. Und ja, wir haben jetzt 5:45 Uhr morgens. Ich sitze gerade in der Küche, habe gefrühstückt. Wie ihr seht, habe ich mich schon geschminkt, bin aber noch nicht fertig angezogen, habe noch Jogginghose und alles an. Ja, ich nehme euch gleich mit in die Uni, beziehungsweise mit bis vor die Uni. Ich werde die Kamera wahrscheinlich nicht mit reinnehmen. Dann werde ich wahrscheinlich einkaufen gehen und die Kamera begleitet halt heute einfach meinen Tag ein bisschen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich heute so mache. Ja, es tut mir leid, wenn die Belichtung nicht die ganze Zeit so gut ist. Da kann ich natürlich draußen nicht drauf achten. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und dann mache ich mich jetzt mal weiter fertig. So, wir haben jetzt 7:20 Uhr. Ich bin fertig zum Losgehen und zwar geht es jetzt zur Uni. Ich versuche mich gleich aus dem Auto nochmal zu melden, weil die Kamera werde ich nicht mit in die Uni reinnehmen. Und sonst kann ich mich leider erst heute Nachmittag wieder melden. Und da stehen wir schon im Stau. Zum Glück bin ich so früh losgefahren. Mal gucken, aber wir müssten noch pünktlich kommen. So, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Wir haben jetzt 7:55 Uhr. Ich gehe jetzt in die Uni und höre mir ein paar interessante Vorlesungen an. Hoffe, dass ich nicht einschlafe und dann melde ich mich gleich wieder. Ich habe gerade 2 Freistunden und war jetzt gerade für heute Abend 2 DVDs besorgen. Die erste DVD ist eine Komödie und heißt Arthur. Kenne ich nicht. Mal gucken, ob die gut ist. Und der zweite Film ist 2 Ohrküken von Til Schweiger. Ich persönlich liebe Til Schweiger, deswegen musste der auf jeden Fall mit. Mal gucken, welchen ich mir heute Abend angucke. Und jetzt gehe ich noch ein paar Besorgungen beim Netto machen und dann sehen wir uns wieder. So, mein Unitag ist jetzt für heute beendet. Wir haben jetzt 2:30 Uhr und ich bin endlich wieder zu Hause. Und ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen kochen und mich stärken. Ich bin irgendwie total kaputt und ich glaube, danach mache ich einen kleinen Mittagsschlaf. Ich koche Königsberger Klopse, selbstgemacht natürlich. Dazu gibt es Spaghetti. Und ja, jetzt habe ich schon alles hier, Hackfleisch, Zwiebeln, Brot, Ei und so weiter, in die Schüssel gegeben. Und jetzt kann ich das alles schön zermatschen. Ja, Essen ist fertig. Ich habe voll den Hunger. Huch, das war Soße. Ich probiere mal, ob das jetzt auch lecker schmeckt. Also ihr könnt das gar nicht sehen, ne? So sieht das aus. Aussehen tut das ja schon mal ganz lecker. Dann probieren wir mal. Mmh. Hm? Fehlt ein bisschen Salz, aber sonst bin ich ganz schön zufrieden. So, ich fange jetzt mal an, meine Küche ein bisschen zu dekorieren. Ich wohne ja noch nicht so lange hier und ja, meine Küche ist noch nicht richtig renoviert. Hier, die Wände müssen noch gestrichen werden. Das sieht total furchtbar aus. Damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, fange ich an, die ganze Wand mit so coolen Postkarten zu bekleben. Also ich sammle die, beziehungsweise ich habe die gesammelt. Und ich denke, da gebe ich mich jetzt mal dran. Ich habe ganz viele coole Postkarten hier. Das Problem ist, dass ich zum Befestigen leider nur Tesafilm habe. Und irgendwie kommen die schon alle wieder runter, die paar, die schon hängen. Und ich gucke mal. Aber ich versuche jetzt mal, die Wand ein bisschen schöner zu machen, damit ich mich hier ein bisschen wohler fühle. Thank you.
Also, das mit den Karten hat überhaupt nicht geklappt. Die fallen alle wieder runter. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Keine Ahnung, wie ich sie da festmachen soll. Vielleicht streiche ich auch einfach mal die Wand, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Und ja, ihr seht, im Hintergrund geht mein Computer an. Ich habe mich dazu entschieden, vernünftig zu sein und was für die Uni zu lernen. Beziehungsweise, ich mache mir Lernzettel, weil Ende Januar meine Klausuren anfangen. Und ja. So, mein Tag ist für heute vorbei. Ich habe mich schon abgeschminkt, liege gemütlich auf der Couch mit meinem Laptop. Wir haben jetzt gleich 10:30 und ich gucke jetzt noch meine DVD. Hier 2 Uhr Küken für den Film habe ich mich jetzt entschieden. Und ja, ich denke mal, danach werde ich sofort ins Bett gehen. Ich hoffe, mein Follow Me Around Video hat euch gefallen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!